For most of the 18th century, the Caribbean Sea was a deadly place to sail. Its waters were terrorized by the fearsome Captain Remington. Rumors spread from port to port about Remington's pact with the devil. During his nefarious career, he plundered many ships and murdered even more men. Until the day armed forces finally caught up to him. Und damit herzlich willkommen zu Das Grauen aus der Tiefe. Ich bin Andrena und ich möchte euch herzlich willkommen haben zu Das Grauen aus der Tiefe, Das verschwundene Herz. Als erstes muss ich mal kurz in die Optionen gehen, weil die Musik gerade viel zu laut ist. So, das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. So, schön. Ich muss mal gucken, den eigenen Mauszeiger nehmen wir mal. Wir nehmen mal den hier. Oder den? Ich weiß es gar nicht genau. Synchronstimmen sind mit Sicherheit nicht schlecht. Wir spielen. Keine Ahnung, welche Lösung. Spiel unterstützt Breitbild. Aha. Schön. Okay. Unterstützt Breitbildauflösung. Warum auch nicht? Okay. Jetzt schauen wir doch mal. Wir wollen jetzt hier dieses wunderschöne Wimmelwitz-Spiel aus dem Hause Artifex Mundi spielen. Es freut mich, euch hier willkommen zu heißen und wir gehen direkt ins Spiel. Und ich würde sagen, wir nehmen den normalen Modus, den Expertenmodus, mag ich nicht ganz so gerne. Aktive Zonen schimmern häufig. Häufig ist nicht schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen das und wollen es dir nicht zu schwer machen. Now, 300 years later, Remington's body is being extracted from the depths of his watery grave. Soon, this precious artifact will be on display in the Caribbean Naval Museum. My museum. Okay, Schauplatz Museum. Du bist die Kuratorin der bald eröffnenden Ausstellung. Weise den Speditionsmitarbeiter an, die Kiste in den Ausstellungsraum zu bringen. Klicke auf den Speditionsmitarbeiter. Ich glaube, das Tutorial können wir mal überspringen. Das ist jetzt nicht so schön. Wir sind ja Wimmelbild erfahren. Wir haben hier unser Inventar. Wir haben hier Hinweise, Anleitung, was weiß ich. Wie ihr vielleicht seht, das ist nicht das neueste Spiel. Also das Spiel ist schon ein paar Jährchen älter. Deswegen ist die Auflösung, die Grafik nicht die allerbeste. Stört mich aber gar nicht. Sure thing, Miss Black. I'll leave the crate at the end of the exhibition hall. Ah, er bringt die Sache nach hinten. Sehr schön. Finde ich super. So, jetzt sind wir hier. Wir sind hier, diese Mrs. Sind wir Sie, Mrs. Black, oder wer sind wir? Wir sprechen Sie mal an, glaube ich. Hi, Mom. I just want to sneak a quick peek at this legendary pirate, and then I'll stay out of your hair. Come on, let's check out the crate that just arrived. Okay, die, unser Töchterchen. Wir sind hier, wir haben hier schon so ein paar, es ist schon dekoriert, obwohl wir ihn noch gar nicht ausgepackt haben, ist hier schon dekoriert. Der gefürchtetste Pirat der Welt. Bald feierliche Eröffnung. Sehr schön. Nach Monaten der Vorbereitung wird die Piratenausstellung endlich morgen eröffnet. Also morgen geht's schon los hier. Okay, wir haben hier ein Buddelschiff. Flaggenschiff aus dem späten 18. Jahrhundert. Anscheinend hatten auch Piraten Spaß an einem guten Rätsel. Okay, da blinkt schon die Tür. Da wollen wir mal hingehen. Okay, wir brauchen hier anscheinend einen Schlüssel. Ohne Schlüsselkarte komme ich nicht in mein Büro hinein. Wieso habe ich meine eigene Schlüsselkarte nicht dabei? Verschlossen. Was habe ich mit meiner Schlüsselkarte gemacht? Ja, die hast du verschlammt, Madame. Ist nicht so nett. Guck mal bei der Tür. Keller ist verschlossen, damit die Besucher nicht hineingehen. Sag mal, ich bin hier die Museumsleiterin und ich habe keinen einzigen Schlüssel. Was ist da los? Verschlossen. Ja, schön. Ich bin die Museumsleiterin. Was soll das? Okay, das hatten wir schon. Also anscheinend bleibt uns da nichts anderes übrig. Oh, mach die Schotten dich. Da draußen gießt es in Ströme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, wir haben ja alles. Dann gehen wir mal zur Ausstellung.
Ich dachte, wir wollten morgen eröffnen. Wie soll man denn bei der Randale hier morgen eröffnen? Das ist ja utopisch. Halle. Gucken wir erstmal hier ins. Oh, ein Paketchen. Lieferung per Einschreiben. Eilgut. Aha. Endlich sind die Ausstellungsstücke angekommen. War auch spät genug. So, wir schneiden mal das Paketchen auf. Schwupp. Einmal aufmachen, 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 aufmachen. Oh, direkt meine Pistole. Sehr cool. Erinnert mich an die Pistolen, die ich von Assassin's Creed Black Flag habe. Da habe ich zwei so schöne Pistolen. Habe ich auch mal ein Unboxing dazu gemacht. Ah, jetzt erstmal hier lesen. An die Kuratorin des Museums. Bei dieser Steinschlosspistole handelt es sich um ein seltenes Exemplar, das vermutlich für den berüchtigten Kapitän Henry Remington maßgefertigt wurde. Wir haben die Pistole in der Nähe von Remingtons Grab gefunden. Obwohl sie vom Sand bedeckt und salzverkrustet war, schien die Pistole dennoch im Wasser zu leuchten. Seltsam. Das Taucherteam. Okay, anscheinend leuchtet es hier. Und das ist ja auch mal, das ist eine kleine Spielerei. Wir sehen hier so eine Meerjungfrau, die sich um diesen Button hier drückt. Finde ich schon mal süß gemacht. So, nehmen wir mal die Pistole raus. Die flackert ein wenig. Aha, Steinschlusspistole. Kann ich sie erschießen? Man braucht hier etwas anderes. Okay, ich kann sie nicht erschießen. Wäre schön gewesen. Was haben wir hier? Jede Menge Schwerter. Aha, ein Hinweis. Goldenes Entermesser. Vermutlich gehörte es Kapitän Remington zu Beginn des 18. Jahrhunderts. I. Okay, die Geschichten, die sich um diesen wahnsinnigen Piraten ranken, lassen einem noch heute das Blut in den Adern gefrieren. Okay. Muss ich hier mal sämtliche Schwerter entfernen, um hier zu dem zu kommen. Packen wir das auch rein. Vielleicht kann ich meine widerspenstige Tochter hier erstechen. Oh, ich brauche was anderes. Schade. Ja, was haben wir hier? Die Ausstellung. Geißel der Meere. Ist auch mal geil gezeichnet, ne? So als, ja, da haben wir das. Und der schwimmt hier in Gold. Das ist ja mal nicht schlecht. Den Schatz hätte ich gerne. Haben wir sonst noch was hier? Nee, ich glaube nicht. Da geht es nur zur Halle. Das Ding haben wir hier genommen. Authentische Piratenwaffen, die gerade rechtzeitig für die Ausstellung geliefert wurden. Ja, das stimmt. Okay, sprechen wir mit dem Herrn. You're all set. Now, if you don't mind, I'll be on my way. Ja, verpiss dich bloß, bevor hier das Schlimme passiert. Ziel abgeschlossen. Piratenausstellung. Schön, wir könnten mal ins Buch reingucken hier. Piratenausstellung, Checkliste, Bob anrufen wegen neuem Safe, Abendessen einkaufen, Adresse mit der Spedition abgleichen, Kiste in Empfang nehmen. Okay, morgen wird die neue Ausstellung des Museums eröffnet, die Plagen der sieben Meere. Es gibt noch viel zu tun, Gott sei Dank hilft mir meine Tochter dabei, das Hausexponat ist noch immer unterwegs und die sollten heute Abend geliefert werden. Ja, das wäre ganz gar nicht so schlecht. Die Ziele, Lieferung entgegennehmen, haben wir gemacht. Okay, schließen wir das Buch mal. Hinweise wären hier. Sprechen wir mit unserem Töchterchen. The crate is nailed shut. Do you think we could pry the lid off? With so many tools lying around, I'm sure you can find a crowbar. I'll stay here and keep an eye on the crate. Oh, right. I still have the key card to your office. Ah. Here you go. And don't worry. This mummified corpse won't be going anywhere without me. Fassen wir zusammen. Sie hat unsere Schlüsselkarte, warum auch immer. Zweitens, dieses faule Stück hat nichts Besseres zu tun, als einfach da stehen zu bleiben. Und ich passe auf die Kiste auf, damit die Mumie nicht wegläuft. Als ob. Die Mumie läuft nicht weg. Okay, wir nehmen unsere Keycard. Guten Tag. Tüdelüt. Cool, dass da Artifacts Mundi draufsteht. Jetzt ist die Keycard weg. Wo ist meine Keycard hin? Habe ich die jetzt gegessen? Oh. Im Notfall Scheibe einschlagen. Ist ja ganz, also die Dialoge sind auf Englisch, aber wir haben immerhin hier eine ganze Menge. So, was haben wir hier? Wir haben so ein Bonsai-Bäumchen. In Notfall Scheibe einschlagen. Es ist gut zu wissen, wo sich die Notfallausrüstung befindet. Was ist denn da drin? Da ist ein Schlauch drin offensichtlich. Und was auch immer. Ach, eine Axt ist noch drin. Die ist mit Sicherheit nützlich. Okay, lustiges Rad, da blinkt was. Liebe Sarah, ich habe deinen neuen Safe installieren lassen, wiederum gebeten, das Piratenartefakt hineingelegt. Oh, das ist ja schrecklich. Kann man das ausmachen wieder? Oh. Kann man das nicht wieder ausmachen? Das geht mir auf den Keks. Das ist, glaube ich, das geringste Übel. Ich habe dir den neuen Safe-Code aufgeschrieben und
auf deinem Schreibtisch lassen. Bob, Sicherheitsbeauftragter der Tagschicht. Irgendwie heißen Sicherheitsbeauftragte immer Bob. Was haben wir da? Oh, ein Schlüsselchen. Schlüssel ist gut, damit können wir wahrscheinlich in die Kammer, in den Keller rein. In den dunklen Keller. Was haben wir hier? Aha. Erstmal erst die Seite räumen. Was ist das hier? Eine verzierte Schmuckstatue. Es sieht so aus, als bräuchte man für dieses vergoldete Schloss einen besonderen Schlüssel. Okay, wie immer. Liebe Sarah, meine Nachforschungen haben ergeben, dass diese kleine Schatztruhe Captain Remington gehört. Irgendwie gehört alles Captain Remington. Leider konnte ich sie nicht aufsperren und ich konnte den Gedanken nicht ertragen, sie aufzubrechen. Auch wenn der Inhalt sicherlich wertvoller ist. Vielleicht findest du das Geheimnis um dieses Schloss heraus, warum auch das rot geschrieben wurde. Liebe Grüße, Stan von Stan Rafferty Nationalmuseum. Okay, da brauchen wir ein Schlüsselchen für. Interessant. Da müsste noch der Code liegen. Oh, neues Ziel, neuer Safe. R4, L9, R6, L1, R8. Müssen wir uns, glaube ich, nicht aufschreiben. Müsste hier in unserem Notizbuch. Da ist es notiert. Sehr schön. Neuer Safe. Kann ich hier zurück? Okay, die Kiste und das kennen wir schon. Bob, haben wir auch. Haben wir einen Stift? Brauchen wir noch irgendwas anderes hier? Oh, ein Buch. Captain Remington terrorisierte die Karibik während des frühen 18. Jahrhunderts. Der Ruf seiner Skrupellosigkeit verbreitete sich rasch nach einer Reihe an Überfällen auf Händlerschiffe, endete aber nur wenige Jahre später, nachdem er auf mysteriöse Weise verschwand. Wir haben ja gesehen, wie er verschwunden ist. Die haben ihn über die Planke geschickt. Remingtons Leichnam wurde nie gefunden. Schifffahrtshistoriker machten sich zum Ziel, diesen faszinierenden Mythos mit auf den Grund zu gehen. Und zu diesem Zweck suchten viele Expeditionen nach den sterblichen Überresten. Ja, wir haben ihn ja gefunden, letztendlich. Sonst noch etwas Interessantes hier? Ich glaube nicht. Aha. So, den Schlüssel haben wir. Ich liebe dich, Mama. Oh, ist das süß. Guck mal hier, der kleine Fratz. Ist das ihre Tochter oder ist sie das? Hat sie noch eine Tochter? Meine süße Tochter. Kinder werden so schnell groß. Okay, das ist anscheinend sie und dann so. Ist ein süßes Kind oder eine süße Tochter. Doch, doch, doch. Ist nett. Sonst noch was hier? Eine Orchidee. Oh, da blinkt noch was. Ah, der Safe. Guten Tag. Ich brauche den korrekten Code. Für den Safe. Das ist eine richtige Folge hin und her drehen. Okay, erstmal 4 nach rechts. 4 rechts wäre so. R4. L9. R6. L1 und R8. Oh, Spielzeit. Schließe ein Minispiel in weniger als eine Sekunde. Schön, Spielzeit. Juhu. Okay, dann machen wir mal das Knöpfchen auf und finden. Oh, was ist denn das? Das ist ein Amulett. Liebe Sarah, dieser Halskette gehörte einer alten Familie aus der Karibik. Angeblich hatte einer der Vorfahren etwas mit Captain Remington zu tun. Daher schicke ich sie dir. Solltest du den fehlenden Edelstein finden, wird sie dein Ausstellungsstück sicherlich bereichern. Liebe Grüße, Stan. Der Stan Rafferty, unser guter Freund aus dem Nationalmuseum. Okay, hier haben wir das wunderschöne Amulett. Angeblich gehörte diese antike Halskette zu Remington. Schade, dass der Stein fehlt. Ja, das stimmt allerdings. Okay, das bringt uns jetzt, glaube ich, nicht weiter. Wir haben den Schlüssel, Säbel, Steinschlosspistole, das hilft uns nicht weiter. Jetzt lassen wir den Safe hier offen stehen, ist das eine gute Idee? Ich würde den Safe lieber wieder zumachen. Das wird uns sowieso geklaut werden. Ich wette, wenn wir jetzt gehen, wird uns das Ding geklaut. Okay, hier haben wir das Ding. Oh, da unten blinkt noch was. Nicht die Halle, ich muss da nochmal rein. Da unten blinkt ja doch noch etwas. Heißt jetzt, wir sollen jetzt zurückgehen oder wie oder was? Da ist nur das. Funktioniert nicht. Wahrscheinlich. Oh, 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 die Stromleitung. Das ist die Stromleitung. Typisch. Es ist, ja, es ist typisch. Doch, doch, doch. Das scheint doch gerade typisch zu sein. Es stürmt. Das ist so ein typisches Grusel-Szenario. Das gefällt mir nicht. So, wir schnappen uns mal den Kellerschlüssel. Schließen den fleißig auf. Guten Tag. Tür auf. Kellerschlüssel lassen wir natürlich stecken, damit einer hinter uns zusperren kann. Oh, Licht an. Gruselig. Aber da haben wir schon mal eine Crowbar. Das ist gut. Also das schöne Stemmeisen hier, das Brecheisen haben wir schon mal. Das ist hier. Aha. 110 Volt. Das ist gefährlich. Aha. Keine Sorge, alles in bester Ordnung. Mit diesem Schalter kann man den Lichter im Museum ein- und ausschalten. Anscheinend hat der Wartungsserver vergessen, eine Sicherung aufzufüllen. Oh nein, ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Die Strom wird ausfallen. Juhu.
Jupp bei die und jupp bei da. Okay, was haben wir noch? Die sind ziemlich gerümpelt hier. Kunstgegenstände von Wechselausstellungen werden oft hier unten aufbewahrt. Ja, aber die könnte man noch ein bisschen besser aufbewahren. Hier sind schon die Spinnweben. Das sieht aber nicht so gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Was haben wir hier? Ja, das haben wir schon. Großes Seil hätten wir noch. Aber das ist ja echt eine Rumpelkammer hier. Und kein Wunder, dass ihr die Gäste hier nicht hinlassen wollt. Kann ich verstehen. So, wir gehen zur Ausstellung. Wir gehen zu einer lieben Dame. Und jetzt klopfen wir das Ding mal schön auf. Und... What? Oh, ist das ein Diamant? Ist das ein Diamant da? Erstmal gucken wir uns das Ding an. Liebe Sarah, gemäß beigefügter Kopie trug Remington spezielle Accessoires. Diese sind nicht in der Kiste. Stattet Captain Remington vor Eröffnung der Ausstellung mit allen Gegenständen aus. Professor Holmes. PS, ich hoffe, du hast das andere Paket von mir auch erhalten. Behalte sie in deinem Büro, bis du herausgefunden hast, wie man sie öffnet. Ach, das ist diese wunderschöne Kiste. Jetzt gucken wir erstmal hier. Oh, das Amulett. Das Amulett, der Kristall, den wir brauchten. So, wird er jetzt seine Pistole haben? That's strange. Okay, ich habe Angst, ihm das andere Ding auch noch zu geben. The flashes of lightning are really playing a trick on my eyes. Da hast du recht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Leichnam sehr gut erhalten. Oh, oh, ich sehe es kommen. Der wird lebendig. Der wird lebendig. Jetzt gehen wir mal kurz hier rüber ins Büro, wo das Amulett tatsächlich noch da ist. Und dann machen wir mal lustig, lustig, tralala. Oh, mich fröstelt schon. Okay, wir packen das. Unbelievable. The jewel casing claimed the gem as its own. Ja, das ist strange. Und ich befürchte, wenn ich das Bild ansehe, ja, da fehlt noch das Amulett. Und dann wird er wahrscheinlich lebendig werden. Ich sehe es kommen. Das gibt gleich einen Jumpscare. Okay. Hilfe! Mami, was ist los? Was soll das? Hilfe, Mami! Ziel abgeschlossen, Remington's Exponat. Ja, schön. Als ob wir es nicht hätten kommen sehen. Oh nein! Mom, you know I'm scared of the dark. Could you check the fuse box? Sag mal, ist dieses Mädchen euch für irgendwas nütze? Jetzt mal ernsthaft. Okay. Ja, wir sollen die Fusebox checken, aber... Karibisches Schifffahrtsmuseum. Eintrittspass für Einladung zur Ausstellung. Überraschende Entdeckung. Okay. Das bringt nichts. Ohne Strom kein Licht. Es ist zu dunkel. Ich brauche Licht. Ach, shit. Wo kriegen wir denn jetzt was Leuchtendes her? Mein Büro. Habe ich da was übersehen hier irgendwo? Wo kriegen wir jetzt noch was her? Kann ich den mit der Crowbar hier einschlagen? Gibt es da so eine Notfallfackel? Komm, nochmal. Hau nochmal drauf. Hau es weg. Okay, Taschenlampe. Ja, Gott sei Dank. Wir nehmen mal die Axt mit. Den Schlauch brauchen wir anscheinend nicht, aber die Taschenlampe haben wir immerhin. Na, Gott sei Dank. Guck mal, ob der Pirat noch da ist. Noch ist er da, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Der wird gleich weg sein.